Seit gut einem Jahr hat Hannover nun wieder ein Schloss im Herrenhäusergarten. Der Neubau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schlosses gehört mittlerweile genauso zum Stadtbild wie das neue Rathaus oder das Universitätsgebäude. Helga Kania zeichnet die noch junge Geschichte des neuen Schlosses Herrenhausen nach. Schloss Herrenhausen feiert jetzt im Januar seinen einjährigen Geburtstag und gehört einfach zum Ensemble dazu. Kann man sich die Herrenhäuser Gärten noch ohne Schloss vorstellen? Ich denke aber, dass für das ästhetische Wirken dieses Gesamtensembles es ganz entscheidend war, dass man sich entschlossen hat, die äußere Hülle nach Laves wieder aufzubauen und zugleich durch die moderne Nutzung etwas zu schaffen, was für Hannover, sagen wir mal, die Tradition dieses Ortes mit einem hohen Innovationsanspruch verbindet. Und ich glaube, soweit ich die Resonanz sowohl der Architekten-Community wie auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft erlebe, ist das doch sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Auf einer Pressekonferenz am 17. Januar wurde deutlich, dass auch der wirtschaftliche Erfolg nicht ausgeblieben ist. Wir haben ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis hinlegen können, das innerhalb unserer Planungen lag, und auch die Zielvorgaben, die wir uns selber mal gegeben haben, wurden damit erfüllt. Über 120.000 Gäste besuchten im Jahr 2013 an 150 Veranstaltungstagen das Schloss. Und für 2014 rechnet der Betreiber mit noch größeren Besucherzahlen. Großkunde der Betreiber, Schloss Herrenhausen GmbH und Speak GmbH, ist die VW-Stiftung, die bis zur Fertigstellung als Bauherr agierte. Heute organisiert sie zahlreiche Veranstaltungsreihen, die in diesem repräsentativen Veranstaltungszentrum stattfinden. Im Jahr 2013 konnte die Stiftung an 113 Tagen mit über 8.000 Fachbesuchern einen Umsatz von 2,3 Millionen Euro für das Schloss generieren. Hierbei handelt es sich sowohl um internationale Kongresse als auch um Events wie Herrenhausen Late, die mehr junges Publikum ansprechen, und die Herrenhäusergespräche mit sozialen und philosophischen Inhalten. Als Stiftung, als, wenn Sie so wollen, neutralen Vermittler zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, war es wichtig, diesen Ort eben nicht nur kulturhistorisch, sondern auch wissenschaftspolitisch zu bespielen. Und ich glaube, dass das, und das zeigt ja die Resonanz, das große Interesse der Bürger uns auch gelungen ist. Ein Konfliktbereich war lange Zeit das Catering im Schloss. Mittlerweile verwöhnt die Messegastronomie die Besucher mit frisch zubereiteten Speisen. Wir haben einen langfristigen festen Vertrag von 5 Jahren und eine weitere feste Option um weitere 5 Jahre, also unterm Strich eigentlich einen 10-jährigen Pachtvertrag hier mit der Spie GmbH. Wir haben keine Berührungsprobleme mit dem Kollegen von Mövenpick, und auch das ist alles für uns, läuft das gut. 2014 ist royales Jahr in Hannover, und selbstverständlich wird dem 300-jährigen Jubiläum der Personalunion auch im Schloss gehuldigt. Im Juni wird die alljährliche Queen's Birthday Party im Schloss stattfinden, und mit königlichem Besuch darf gerechnet werden.